Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ip! / Ash Gary. Ja, ich war tatsächlich so ultra blind. Es tut mir sehr leid. Ich habe nicht gesehen, dass dieses Auge, dem wir Augentropfen gegeben haben, hier oben hingewandert ist. Und ja, tatsächlich auf diese Wand stiert. Tut mir sehr, sehr leid. Danke an alle, die Kommentare geschrieben haben, aber ich habe es schon vorher herausgefunden. Das Auge, dem du die Augentropfen gegeben hast, starrt konzentriert auf die Wand. Okay, die Wand hier hat eine etwas andere Farbe. Geheimgang gefunden. Yay, Bitch. In your face. Da liegt etwas auf dem Boden. Roter Glasball erhalten. Ja, wir sind halt so clever und klug und ich wette, das ist roter Glasball, den wir hier... Da ist ja noch im Auge der Schlange roter Glasball einsetzen. Ja, wir setzen den roten Glasball ein. Hier fällt ein Bild runter. Da steht es auf der Rückseite des Rahmens geschrieben. Hinter dem großen Baum. Hinter dem großen Baum. Moment, wo war ein großer... Es gab einen Raum, bei dem wir viele, bei dem wir diesen Apfel hatten. Aber da gab es keinen größeren Baum. Nee, Moment. Nein. Wir hatten... Nein, nicht in dem Raum, in dem Raum. Nein. Wir hatten in diesem Raum hier. Da hatten wir einen Baum ganz hinten. Oder? Jawohl, bei Gefühl. Okay. Etwas glänzt... Jawohl! Etwas glänzt zwischen den Blättern Silberring erhalten. Ist das nicht ein Ehering? Was macht denn sowas hier? Ein Ehering! Tatsache, wir haben... Haben wir den jetzt oft genommen? Silberring, ein Ehering mit einem komplizierten Design. Okay, wir haben ja... Moment, wir haben am Anfang... Jawohl, wir haben Braut und Bräutigam. Trauernde Braut. Hä? Das habe ich doch gar nicht gedrückt. Was wollt ihr von mir? Moment, nochmal gucken. Rechte Hand, nichts tun. Linke Hand, nichts tun. Moment, in Deutschland wird ja der Ehering an der rechten Hand getragen. In Amerika weiß ich, dass es links ist. Also links kommt der Verlobungsring und links, glaube ich, kommt dann auch der Ehering. Okay, oh Mann, scheiße. Ich hoffe, dass das angepasst wurde. Also in Deutschland trägt man auf der rechten Seite den Ehering. Deshalb platziere ich den Ring jetzt einfach mal hier. Ringfinger, come on. Der Ring auf den Ringfinger gesteckt. Wow, sie hat den Brautstrauß geworfen, die alte Schlampe. Glückliche Braut. Da liegt ein wunderschöner Blumenstrauß auf dem Boden. Blumenstrauß erhalten. Guckt der Bräutigam jetzt auch... Ja, glücklicher Bräutigam, hallo? Okay, es wurde angepasst. Also ganz ehrlich, das finde ich jetzt geil. Dass das angepasst wurde, ist extrem geil. Moment, der wollte doch hier von uns vorhin Rosen, oder? Ja, ich wusste es. Blumen sind fein. Gib mir diese Blumen und ich lasse dich durch. Ah, deine schöne Blume, bitte. Blumenstrauß geben. Wir geben ihm den Blumenstrauß. Ah, es riecht gut. Er riecht gut. Ah, Mahlzeit. Oh, ich dachte gerade, er haut schon wieder uns weg. Ah, das war gut, sehr gut. Danke, ich bin dir so dankbar wie versprochen. Ich lasse dich durch. Nimm einfach diese Tür her, also man sieht sich. Okay. That's very kind of you, Mr. Blumenstrauß, ja? Unausgeglichene Kiste. Herz in Obhut. Oh Mann. Ach du meine Kacke. Okay. Okay. Ich frage mich, ob wir jetzt hier alle mal durchschauen sollten. Ich mach's einfach. Okay, wir sehen dieses glatzköpfige, komische Bild. Ich mache auch noch die untere Reihe. Ihr verzeiht mir das, dass wir hier Zeit beanspruchen. Aber wir müssen ja natürlich alles checken. Und das ist ja in so einem Spiel immer ultra wichtig. Wenn ich mich da zum Beispiel an, weiß nicht, Vampires Dawn 2 erinnere. Bei dem man Regale checkt und... Ha 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 ha!
Leute! Leute! Oh, nee! Oh, jetzt habe ich mich so erschreckt. Das glaubt ihr gar nicht. Oh! Fuck it! Oh, nee! Ganz ehrlich, nee, fuck it! Nee. Scheiße! Wow, okay, ein Fenster, wie schön. Hier, Lady in Red, mach was. Okay, da ist ein Schild. Der gehängte Mann. Das hier ist ein Gemälde von der Ausstellung. Gesamten Körper ansehen, Gesicht ansehen, Kleidung ansehen. Gesamten Körper ansehen. Ach, wie schön. So. Moment. Gesicht, nee, Kleidung ansehen. 5, 6, 2, oh Gott, das muss ich mir aufschreiben. 5. Das kriegen wir hin. 5, 6, 2, 9. Jetzt bräuchte ich einen zweiten Let's Player, der mir hier sagt, was ich aufschreiben soll. Nein, das ist natürlich alles total simpel und hast du nicht gesehen, ne? Ja, hier steht eine kopflose Scharfenzerpuppe, die uns gleich verfolgt, sicherlich. Moment. Nichts passiert. Warte. 5. 6, 2, in, ach so, ich wollte gerade sagen, in your face. Wie viele Gemälde von Frauen befinden sich in diesem Raum? Oh, scheiße. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, weiter geht's, come on. 10. 11, 12, 13 und die, die gerade rumläuft, ist die Nummer 14. Also 14. Let's go, Leute. Das kriegen wir hin. Yes. Da war ein Geräusch. Na sowas. Bitte keine Ausstellungsstücke anfassen. Sollte es passieren, dass du eins beschädigst, wirst du... Einige der Buchstaben fehlen. Und hier ist ein Bücherregal mit dem Titel Wundervolle Tage. Die Galerie ist wie ein von Geistern heimgesuchter Vergnügungspark mit einer Menge merkwürdiger Dinge. Ich hatte so viel Spaß beim Spielen hier, dass ich gar nicht mitbekommen habe, wie schnell die Zeit verging. Ist dies nicht ein wundervoller Ort? Wieso leistest du mir nicht Gesellschaft? Mit so vielen Freunden wird es dir gut gehen. Wir haben es nicht nötig, die Rose in die Vase zu tun, deswegen bin ich still. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir halt nicht dieses Passwort, was wir gefunden haben. Hier eingeben können. Ich verstehe es nicht. Okay, gehen wir an die Seite hier. Wieso sind hier zwei? Die war doch gerade noch da drüben. Hallo? Hä, wieso gibt's hier zwei von denen? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr wollt mich veräppeln, oder? Moment, ich guck mir von der Männerfigur nochmal den Kopf an. Den haben wir uns nämlich nicht angeguckt. Warte, Gesicht ansehen. Nix. Habe ich mir das falsch aufgeschrieben? Kleidung ansehen? 5, 6, 2, 9. Das haben wir doch jetzt eingegeben. Was ist denn da jetzt das Problem? Fragezeichen? Och, come on. Ach, Leute. Verschlossen, es ist der verschlossen, ist ja klar. Ja, wir wollen es schwer machen, ist ja klar. Nee, also... Eine Kopflose. Wir haben hier Haufen Kopflose. Schaufensterpuppen, wir haben zwei Ladies in Red. Hä? Seit wann ist denn an der Tür noch ein Passwort? Probieren wir hier einfach mal. Nichts passiert, super. Ach nee. Kann ich hier vielleicht durch? Come on, lass mich durch.
Was ist denn hier? Bitte keine Erschöpfungskämpfe, wirst du ver... Einige Buchstaben fehlen. Was? Meine Güte, come on! Was ist denn hier kaputt, bitteschön? Kopflose Schaufensterpuppe, ich habe doch hier alles angeguckt. Na gut, alles vielleicht noch nicht. Moment, wir schauen uns jetzt mal jede einzelne der Damen hier ganz genauer an. Vielleicht hat hier noch irgendeine eine gewisse Information für uns. Wir wissen es ja vorher nicht, das weiß man nie vorher. Die Schaufensterpuppen habe ich mir angeschaut. Sehr akkurat und sehr gründlich, das möchte ich behaupten. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich, Leute. Nein, nein, nein! Wir wollen nicht das Spiel beenden. Nein! Wir sind nicht so verzweifelt, dass wir das nötig hätten. Nein! Quatsch. Aber ich bin gerade etwas überfragt. Wir speichern einfach mal ab an Fenster. Ja, toll. Fenster, kannst du bitte irgendeine Erscheinung preisgeben? Scheint am Boden festzukleben. Ja, scheint am Boden festzukleben. Passwort, leck mich. Nichts passiert. Ja, warum wohl? Weil du 15 bist und Passworte dir schon immer fremd und suspekt vorkamen. Verdammt, Leute. Was machen wir hier? What's the point? Yes. Der gehängte Mann. Das hier ist ein Gemälde von der Ausstellung. Gesamten Körper ansehen. Kleidung ansehen. 5, 6, 2, 9. Ich kann es nur immer wieder... Wow! I'm sorry, aber ich kann es nur immer wieder machen. 5, 6, 2, 9. Und es passiert nichts. Hatten wir eine andere Tür mit Zahlenschloss darin? Ich erinnere mich gerade leider nicht. Herz in Obhut, unausgeglichene Kiste. Ich frage mich gerade, ob das tatsächlich irgendwo vielleicht relevant wäre. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja hier ein paar Sachen kennengelernt. 5, 6, 2, 9. Meine Güte. Melancholie. Was auf Italienisch übrigens Melancholica heißt. Nur mal so. Oh Gott, ich bin voll die Klugscheißerin. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hab ich nie gesagt, ne? Ihr habt es gehört. So, Schiffrückseite. Hinter dem großen Baum. Ja, toll. Das sagt uns ja jetzt unheimlich viel. Was machen wir jetzt, huh? Wie geht's weiter? Tell me more. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich tanze dazu noch ganz bescheuert. Wie im Film. Wer erkannt hat, aus welchem Film das ist, kriegt ein Bienchen. So, was nu? Hä? Ich hab vor allen Dingen, ich hab so schön richtig geraten, was, wie viele Frauen... Ich hab nicht geraten, ich hab gezählt. Aber wie viele Frauendarstellungen es hier gibt, ja? Also, ich möchte jetzt hier nicht so negativ behandelt werden, ja? Kopflose Schaufensterpuppe, kopflose Schaufensterpuppe. Also, ich frage mich hier gerade ernsthaft, was hier der Sinn der Sache ist. Und wieso die blauen Schaufensterpuppen ein bisschen anders aussehen, ja? Das ist ja Diskriminierung. Scheint am Boden festzukleben, scheint am Boden festzukleben und Passwort, was nicht passt. Super geil, finden wir ultra cool. Mit 5, 6, 2 und 9. Ihr seht es alle, es passiert nichts. Und damit, ganz ehrlich, möchte ich jetzt auch die Folge... Ne, Moment, wir müssen mal... Aua! Wir müssen mal an einem anderen Platz stehen. Möchte jetzt die Folge beenden, weil ich finde hier gerade gar nichts. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.